Mein Name ist Florian Schwer. Wir sind hier auf dem Leimstollenhof im schönen Wildtal. Und wir bewirtschaften hier mit der Familie einen Betrieb. Wir haben Legehennen, produzieren Eier. Wir haben Heidelbeeren. Das Ganze ist seit 5 Generationen in Familienbesitz. Nächstes Jahr haben wir 100-Jahr-Feier sozusagen, seit 1923. Ich bin hier auf dem Betrieb aufgewachsen, arbeite seit ich laufen kann, bin ich mit dabei. Ja, im Zuge von unserer Umstellung auf Freilandeier haben wir dann neue Vertriebswege gesucht. Dann wurde ich eingeladen zum Gespräch, habe den Hof präsentiert, wie wir arbeiten. Und so hatten wir 2018 mit 2 Filialen in Denzlingen begonnen. Inzwischen beliefern wir 5 Filialen von Rewe Dieter Schneider. Also man sagt ja immer, ein Huhn legt pro Tag ein Ei. Das ist jetzt nicht ganz richtig, sondern im Endeffekt sind es 0,9 Eier, wenn man jetzt das auf die Gruppe umrechnet. Da sind wir ja dann wieder bei der Eizahl. Wir haben 2600 Hühner und somit haben wir irgendwo 2200, 2300 Eier pro Tag, die wir verkaufen können. Im Endeffekt ist wichtig, dass wir unsere Hühner beschäftigen. Das Ergebnis sieht man dann am Federkleid. Wenn das in Ordnung ist, heißt das Huhn hat den ganzen Tag was zu tun. Man hat einen hohen Respekt vorm Leben und ich denke, das muss man auch haben, dass man mit den Tieren ordentlich umgeht. Also im Huhn sieht man im Endeffekt an, ob es dem gut geht. Wir haben dann eine Sortiermaschine, die sortiert dann die Eier nach Größen. Das läuft dann automatisiert ab bei uns. Dann nach der Sortiermaschine, nach der Größensortierung, geht es dann in den Verpackungsraum. Da tun wir dann tatsächlich jedes Ei nochmal in die Hand nehmen und tun das von Hand verpackt in die 10er-Schachtel oder in die 6er-Schachtel. Am besten steht es dann am nächsten Tag im Regal vom Rewe Dieter Schneider.